Tauchen Sie ein in Hornbecks Geschichte. Hier ist das älteste Objekt des Museums ausgestellt. Ein Artefakt aus dem Neolithikum. Fotos und genaue Ortsangaben geben einen Überblick, wo man rund um Hornberg frühzeitliche Spuren finden kann. Schalensteine, Steinkreise und alte Straßen sind abgebildet und werden erklärt. Auf Bildtafeln ist die Geschichte der Herren von Hornberg dargestellt. Mehr als 300 Jahre lang regierten sie von ihren Burgen aus über Land und Leute. Der bekannteste von ihnen ist der Minnesänger Bruno von Hornberg, der im Codex Manesse, der Heidelberger Liederhandschrift, mit 4 seiner Lieder vertreten ist. Nach einem Lageplan von 1590 und dem Merianstich von Hornberg gestaltete Herr Armin Gotthans für das Museum ein Modell der Stadt mit Schlossberg. Große wirtschaftliche Bedeutung hatte das Postwesen für Hornberg. Die Linie Paris-Wien führte durch das Städtchen und hier war die Vorspannstation. Eine kleine Ecke ist dem Hornberger Schießen gewidmet. Weltbekannt wurde das Sprichwort durch Friedrich Schiller. Er schreibt in dem Schauspiel Die Räuber: Da ging's aus, wie's Schießen zu Hornberg, und mussten abziehen mit langer Nase. Fotos der Hornberger Innenstadt vor dem Krieg zeigen, wie schön die Häuser waren, alle mit dem Giebel zur Straße. Die nächsten Fotos zeigen, wie groß die Zerstörung durch den Bombenangriff im Februar 1945 war. Die Innenstadt lag in Schutt und Asche. Das Viadukt, eigentliches Ziel der Bombardierung, überstand den Angriff heil. Hornberg war im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Holzschnitzkunst. Kuckucksuhren, Wegweiser, Hinweisschilder, Wandtafeln, Vasen, Kästchen, Stuhllehnen, Menschen- und Tiergestalten, Fasnachtsmasken und anderes mehr finden wir in der original eingerichteten Holzschnitzerwerkstatt des Stadtmuseums Hornberg. Diese Gegenstände wurden alle kunstvoll von Hand geschnitzt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in Hornberg ein blühendes Schnitzergewerbe. Zeitweilig waren über 100 Holzschnitzer und Holzbildhauer in der Gewerbekartei des Rathauses eingetragen. Der letzte Holzbildhauer von Hornberg, Walter Kühn, starb 1996. Seither ist das Gewerbe ausgestorben. Die Werkstatt will an das hier viele Jahre lang ausgeübte Gewerbe erinnern, das einem Großteil der Bevölkerung Arbeit und Brot gegeben hat. Nehmen Sie teil am bäuerlichen Leben. Im Heimatstüble werden Sitten und Bräuche des Schwarzwalds erklärt. Begriffe wie Säcklestrecken, Lichtgang und Göttebrief sind da nicht mehr fremd. Ein typischer Bauernschrank mit reicher Bemalung aus dem 19. Jahrhundert beinhaltet die Wäsche. Wir sehen verschiedene Trachten. Aus der nördlichen Nachbarschaft kommt die Fürstenberger Tracht. Von dem heutigen Teilort Niederwasser ist die vorderösterreichische Tracht
mit dem hohen Strohhut. Im Teilort Reichenbach daheim ist die weltberühmte Schwarzwälder Tracht mit dem Bollenhut. Sie wird auch in Gutach und Kirnbach getragen. Die Hornberger Tracht ist schon für 1770 nachweisbar und beschrieben. Lange Zeit wurde sie nicht mehr getragen, bis die Trachtengruppe des historischen Vereins sie 1958 wieder aufleben ließ. Die Frauen in Arbeitstracht verstehen es meisterlich, das Spinnrad zu drehen. So wird Tradition lebendig. Nun werden wir in eine ganz andere Welt versetzt. Wir sehen hier den Gedenkraum für den in Hornberg geborenen Ehrenbürger Dr. Wilhelm Hausenstein, den Kunst- und Reiseschriftsteller und den von Bundeskanzler Konrad Adenauer ernannten ersten Nachkriegsbotschafter Deutschlands in Paris. Die Tochter Wilhelm Hausensteins, René Marie Perry Hausenstein, hat diesen Raum originalgetreu als sein Arbeitszimmer eingerichtet. In diesem Raum befindet sich eine komplette Sammlung der über 90 Bücher, zahlreicher Briefe, Tagebuchaufzeichnungen und Presseartikel seiner reichen schriftstellerischen Tätigkeit in München. Sein literarischer Nachlass befindet sich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar. Als Gegner des Nationalsozialismus erhielt Hausenstein Schreibverbot durch die Reichsschrifttumskammer. Für seine hervorragenden Verdienste um die deutsch-französische Aussöhnung wurde Wilhelm Hausenstein zum Großoffizier der französischen Ehrenlegion ernannt. Hier sind noch alle Tassen im Schrank. Gleich zwei Räume im Museum beinhalten die reichhaltige Geschirrsammlung. Sie umfasst einen Zeitraum von fast 100 Jahren. Schon im 18. Jahrhundert wurde bei Hornberg weiße Erde gefunden. Dies nutzte Georg Friedrich Horn und gründete 1817 eine keramische Manufaktur. Nach der Firmengründung fertigte die Steingutfabrik zunächst weißes Geschirr. Erste Versuche mit blauem Druck. Gut gelungen in Schwarz. Jetzt wurde die Ornamentik immer zierlicher und üppiger. Dieses Prunkgeschirr ist aus der Blütezeit der Geschirrproduktion. Gebrauchsgeschirr und Ziergegenstände waren für den Alltag bestimmt. Dieses dunkelblaue Service ist im Messekatalog von 1906 vertreten. Wenig später wurde die Produktion auf Sanitärkeramik umgestellt. Heute ist die Firma Doravit weltbekannt. Im Untergeschoss werden Sie in die frühere Lebens- und Arbeitswelt des Schwarzwaldraums eingeführt. Begrüßt werden wir von einer alten Schnapsbrennerei. Landwirtschaftlichen Geräten für die Arbeit in Feld und Wiese. Hier wird das Rütti-Brennen vorgestellt. Ein Modell mit einem Flächenrad zeigt die Steillagenbewirtschaftung. Zu sehen sind landwirtschaftliche Maschinen, wie hier die Putzmühle oder der Strohstuhl. Hier sieht man Geräte zu Beeren- und Obstverarbeitung, zur Flachsbearbeitung, ein Joch und ein Bausch darf natürlich auch nicht fehlen. In einem Raum sind auch
alte Geräte zum Brotbacken und für den Haushalt ausgestellt. Ein Sandsteinausguss, wie er früher gebräuchlich war. Auch die Imkerei wird mit alten Beuten, Bienenkästen und Geräten ausführlich dargestellt. Die Geräte für die Waldarbeit zeigen, wie schwer die Arbeit früher war. Vom Krempen über die Hobelzahnsäge bis zur historischen Motorsäge. Hier noch ein Blick in die Holzwerkstatt.